Captain Marvel ist im Grunde total alt. Also ziemlich alt. Seit 1967 gibt es die gute Frau nämlich schon und sie geisterte unter verschiedenen Namen, inzwischen aber als Captain Marvel durch die Marvel Comics. Es war also eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es Captain Marvel auch auf die große Leinwand schafft und somit den ersten Superheldinnenfilm für Marvel und das MCU darstellt. Letztes Jahr hat das Wonder Woman schon für das DCEU gemacht und wir schauen uns heute in diesem Video etwas genauer an, ob Carol Danvers einen ähnlichen Super-Hit-Schlag auch für das MCU hinbekommt. Ich durfte den Film nämlich schon im Rahmen einer Pressevorführung am vergangenen Donnerstag sehen. Grüße gehen raus an die Schatzis von Friendly PA. Und daher verrate ich euch heute natürlich komplett ohne jeden Spoiler, was ich von dem Film gehalten habe, was euch ungefähr erwartet und wie wichtig der Film fürs MCU ist. Wie gesagt, komplett ohne Spoiler. Ihr könnt also auch gerne weiter gucken, wenn ihr euch den Film erst, na, heute dürfte Mittwoch sein, da ihr das seht, also auch wenn ihr den Film erst morgen oder am kommenden Wochenende sehen solltet. Mein Name ist Marc. Ich freue mich, dass ihr hier im Comicladen dabei seid zu einer neuen Ausgabe von Onscreen, dem Comicfilmformat mit Format. Ja, worum geht's bei Captain Marvel? Für diejenigen unter euch, die jetzt die Trailer noch nicht gesehen haben und auch nichts über die offizielle Plot-Synopsis gelesen hat, fasse ich kurz zusammen. Captain Marvel kämpft an der Seite der Kree, eine außerirdische Rasse, in einem Sonderkommando namens Star Force mit verschiedenen Kollegen, unter anderem mit ihrem, ja, Vorgesetzten und Lehrer Jude Law. Ich sag mal den Namen jetzt noch nicht, wie er im Film heißen wird, auch wenn es die meisten von euch schon wissen, nehme ich an. Und sie wird dabei in den Skrull-Kree-Krieg mit reingezogen. Ist ein bisschen ein Zungenbrecher, ein Skrull-Kree-Krieg, denn die Skrull sind eine zweite Alienrasse, die ihre äußerliche Gestalt verändern können. Sind also Gestaltwandler, Formwandler, Wechselberger, wenn man so will. Dieser Krieg scheint auch in der einen oder anderen Form die Erde zu erreichen, auf der Captain Marvel ja auch noch unerledigtes Business hat, sagen wir es mal so. Captain Marvel ist also eine ganz klassische Heldenreise, in deren Rahmen die Heldin versucht, zu sich selbst zu finden und ihre eigene Vergangenheit aufzuklären. Und dabei stößt sie auf verschiedene bekannte Gesichter, wie zum Beispiel Nick Fury oder auch Agent Coulson, bei denen in beiden Fällen die Schauspieler, also Greg Clark und Samuel L. Jackson, per CGI künstlich verjüngt wurden, denn der ganze Film spielt in den 90ern. So, viel mehr will ich dazu im Grunde auch nicht verraten, denn ich habe tierische Angst, euch aus Versehen zu spoilern. Wer das Ganze mit spoilern will, der schaut am Freitag wieder hierher, denn dann haben wir den Film zumindest mal 2 Tage in der Öffentlichkeit gehabt und dann gibt es hier die volle Spoiler-Review. Für heute sei das mal genug zum Plot und wir reden ein bisschen drüber, was mir gefallen hat und was mir nicht gefallen hat. Fangen wir vielleicht mit einer der wichtigsten Fragen an. Hat mir persönlich denn der Film gefallen? Also, das ist vielleicht nicht die wichtigste Frage der Welt, aber für mich ist sie ziemlich wichtig und ich würde sagen, ja. Also ihr merkt schon, ein bisschen verhalten ist dieses Jahr schon. Ich kann euch klar sagen, der Film geht in 2 Stunden. Das ist ja kein Geheimnis, das kann man überall nachlesen. Und von diesen 2 Stunden fand ich eigentlich nur die letzten, sagen wir, 30 bis 40 Minuten ziemlich gut. Und zwischendrin gab es mal Szenen, die man hier und da ganz okay fand. Ich habe mich aber ehrlich gesagt auch hier und da ein ganz klein bisschen manchmal gelangweilt. Das liegt bei mir auf jeden Fall auch an Brie Larson, wo ich leider sagen muss, dass ich mit ihr immer noch so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten habe. Die Frau ist wirklich sehr kühl, also auch von der Ausstrahlung. Auch ihre Schauspielerei ist sehr, naja, man würde das wohl eher im positiven Sinne nuanciert nennen. Aber ob es das Richtige ist für diese Rolle, bin ich mir nicht 100% sicher. Ich versuche trotzdem unvoreingenommen ranzugehen, denn Brie Larson wird nun mal das Gesicht von Marvels Phase 4 und 5, so wie das Robert Downey Jr. und Chris Evans für die ersten 3 Phasen waren. Sie ist also gekommen, um zu bleiben und daran müssen wir uns wohl gewöhnen. Es war für mich aber schon ganz klar so, dass vor allem die Szenen mit Nick Fury zusammen, die waren für mich oft so ein bisschen cringy. Ja? Ich habe mir oft gedacht, so, ich war irgendwie nicht happy, die Dialoge allgemein waren manchmal schwierig. Und während Samuel L. Jackson seinen Job gewohnt, souverän und routiniert runtergezogen hat, habe ich mir mit ihr ein klein bisschen schwer getan. Ansonsten ist der Film natürlich relativ flott erzählt. Es gibt sehr viel Story, die auch sehr schnell vorangeht und wo auch Teile so ein bisschen unterschlagen werden. Ja? Manche Parts werden nur sehr, sehr kurz abgehandelt und dadurch bleiben Sachen auch tatsächlich unlogisch. Also ohne zu spoilern, wie sozusagen Captain Marvel
naja, zu Captain Marvel wurde. Das wird schon nachvollziehbar erklärt, es wird aber auch relativ flott erklärt. Und ein paar Sachen, also ihr müsst auf jeden Fall sehr genau aufpassen. Ja? Ein paar Sachen werden wirklich nur angeschnitten und auch nur angedeutet. Und ihr müsst wirklich, also wenn ihr da die ganze Zeit im Popcorn-Eimer hängt, dann werdet ihr ein, zwei Sachen verpassen. Ich rate euch also auf jeden Fall gut aufzupassen. Die Action war ziemlich makellos, dazu kann man nicht viel sagen. Also sowohl die Skrull als auch die Kree waren cool dargestellt. Alles, was irgendwie Action ist, wo Sachen explodieren, was auch im Weltraum stattfindet, ist ziemlich geil gemacht und hat mich auf jeden Fall überzeugen können. Und ja, der insgesamte Plot war ja ein bisschen schwierig für mich. Also ich habe so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten nach wie vor, auch nach ein paar Tagen nach der Sichtung, wo sich die Eindrücke setzen konnten, muss ich immer noch sagen, war das Ganze irgendwie nicht so ganz durchdacht. Ich habe da nicht den roten Faden gesehen, den ich in anderen MCU-Filmen gesehen habe und das finde ich schade. Vor allem der Soundtrack ist mir teilweise ziemlich auf die Nerven gegangen, denn der Film spielt ja nun mal in den 90ern. Und es ist ganz normal, dass Filmmacher versuchen, das dann natürlich auch mit Musik zu untermalen und zu verdeutlichen. Nur, hier wurde das nicht verdeutlicht, hier wurde es dir ins Gesicht gedrückt. Und das hat mich dann ein, zwei Mal fast schon ein bisschen gestört. Da dachte ich mir, ist okay, ich habe jetzt verstanden, in welcher Zeitperiode dieser Film spielt. Bitte nicht noch so einen Song. Es kamen aber noch mehr solcher Songs. Die meisten der Nebendarsteller haben ihren Job eigentlich ziemlich gut gemacht, auch wenn, naja, sagen wir mal so, Carol dann eine besondere Bekannte wieder trifft und mit ihr ein bisschen dann auch in Interaktion tritt. Und auch diese Paarung war mir zu gewollt, war mir ein bisschen zu klischeehaft. Es wurde ganz klar versucht, hier auch so eine Prise 90er Buddy-Movie reinzubringen. Hier war auch eine Prise Tango und Cash, hier war eine Prise nur noch 48 Stunden. Ja, das war, hier war eine Prise Bad Boys. Das waren genau diese 90er Hitfilme. Auf dieser Erfolgsformel haben sich die Regisseurin und ihr Co-Regisseur versucht, ein bisschen auszuruhen. Und das hat meines Erachtens auch nicht so richtig gut geklappt. Oder hat vielleicht schon geklappt, war aber manchmal unübersehbar ein bisschen gewollt. Ich will jetzt auch gar nicht ewig lang rumlabern, um dieses Video irgendwie länger zu machen. Ihr merkt jetzt, glaube ich, an diesem ersten Eindruck schon, dass mein Eindruck so ein bisschen zwiespältig ist. Ich fand Brie Larson nicht wirklich überzeugend in der Rolle. Mir hat da die Action und das Feuer und die Leidenschaft gefehlt. Das war nicht die Intensität, mit der das Robert Downey Jr. spielt. Es war nicht mal diese Bemühtheit, die eine Elizabeth Olsen oder ein Paul Bettany irgendwie an den Tag legen. Und es war schon gar nicht diese stille Würde, die irgendwie in Chris Evans rüberbringt. Deswegen muss ich sagen, unterm Strich ist Brie Larson ein geiler Captain Marvel oder eine geile Captain Marvel. Natürlich müsst ihr im Einzelfall entscheiden, ob euch das Ganze vielleicht viel besser gefallen hat. Für mich war es aber leider ein bisschen holprig. Die Nebendarsteller haben ihre Sache trotzdem gut gemacht, der Plot war in Ordnung und vor allem der Skrull-Bösewicht Talos hat die Sache ziemlich gut gerockt. Der hat mich sehr überzeugen können und sogar ja, für einige denkwürdige Momente gesorgt, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben sind. An der Action gibt es nicht viel zu meckern und vor allem die letzten 40 Minuten unterstreichen sehr, sehr deutlich, wieso Marvel Studios Mastermind Kevin Feige klar gesagt hat, dass Captain Marvel der stärkste Charakter wird, der bisher im MCU eingeführt wurde. Das ist definitiv der Fall und zeigt sich im letzten Teil des Filmes auch sehr deutlich und legt die Messlatte für das, was noch kommen wird im MCU und was auch in Endgame kommen wird, auf jeden Fall ganz schön deutlich nach oben. Natürlich oder eigentlich ja jetzt leider gar nicht mehr so natürlich, aber ja, ich kann euch verraten, es gibt auch einen Auftritt von unser aller geliebter Stan Lee, Gott hab ihn selig, und hat das Herz erwärmt. Und es gibt natürlich auch eine Mid-Credit und eine Post-Credit-Scene. Das heißt, wie üblich müsst ihr auf jeden Fall bis ganz zum Abspann sitzen bleiben. Auch wenn ihr ganz dringend pieseln müsst, bleibt wirklich sitzen und geht dann lieber vorher nochmal. Oder ja, keine Ahnung, irgendwie nutzt den Cola-Becher. Das habe ich nicht gesagt. Macht euch auf jeden Fall ein eigenes Bild und schaltet am Freitag hier wieder ein. Denn dann machen wir die volle Spoiler-Review und reden ein bisschen genauer darüber, was die Geschehnisse im Film eigentlich wirklich zu bedeuten haben. Vor allem eben auch für die nächsten Phasen des MCU. Denn ja, das, was wir in Captain Marvel lernen, hat ziemlich große Auswirkungen. Vor allem auch darauf, was so die nächsten Abenteuer der Avengers angehen könnte. Man hatte schon eine Idee, aber Captain Marvel hat das doch nochmal so ein bisschen hin und her geworfen. Wenn ihr außerdem sehen wollt, was sonst noch so im MCU passiert ist, dann kann ich euch empfehlen, Captain Marvel, die Vorgeschichte, ist momentan als Comic für 3,99 € eigentlich in jedem Store erhältlich. Gibt es mit Sicherheit auch in jedem Bahnhof, mit Sicherheit in jedem Comic-Store. Ansonsten könnt ihr es auch online bestellen. Ich fand's ganz nett.
Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was ihr von Captain Marvel halten werdet. Haut mir eure Meinung dann auf jeden Fall in die Kommentare, sobald ihr den Film gesehen habt. Oder lasst uns am Freitagnachmittag in der Kommentarsektion in der Spoiler-Review drüber reden. Und natürlich gibt es am Freitagabend um 19 Uhr wieder einen Comic-Livestream mit den neuesten Comics, die ich so gelesen und gekauft habe. Und da können wir natürlich auch nochmal ein bisschen genauer über Captain Marvel reden. Für heute sind wir auf jeden Fall am Ende dieser Folge von Onscreen. Ballert mir ein Like nach oben, wenn euch das Video mit meinem ganz ehrlichen Eindruck des Films gefallen hat. Haut mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wer nicht schon Abonnent ist, der knallt ein Abo rein und die kleine Glocke auch. Denn dann werdet ihr benachrichtigt, wenn die nächsten Reviews und Comic-Videos hier online gehen. Wie gesagt, nächstes Video Captain Marvel Spoiler Review. Freitagabend der Comic-Livestream und am Samstag um 11 Uhr ganz regulär dann das nächste Video. Ich sag wie immer, vielen Dank fürs Einschalten, passt auf euch auf und auf Wiedersehen.